Ja, moin. Hallo. Es wird mal wieder Zeit, eine Stadt nach euren Ideen zu bauen. Was ist denn die Autobahn hier eigentlich so goofy hügelig? Das haben die nicht gebaut. Anyway, wir sind hier bei diesem Format, wo ich eure Kommentare nehme und die in unserer Stadt umsetze. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hey, wo ist denn eigentlich die alte Stadt hin? Irgend so ein Hobelpuper hat mein Steam-Account gehackt, mein Microsoft-Konto gehackt, mein Google-Account gehackt und dementsprechend müssen wir jetzt von vorne anfangen. Total gemein. Aber vielleicht gar nicht so schlimm, wir haben letztes Mal einen scheiße Vulkan gebaut. Ich denke, das ist im Interesse unserer Bewohner, dass der weg ist. Ja! Schauen wir mal, was ihr euch heute so überlegt habt. Let's go! Bau mal eine Stadt, nur mit Autobahnen. Klingt für unser erstes kleines Startdorf natürlich total geeignet. Ich sage nein! Das Problem ist, dass direkt an der Autobahn keiner wohnen kann. Was es hier aber gibt, sind sechsspurige Einbahnstraßen. Alter, in welcher Stadt willst du denn sechsspurige Einbahnstraßen haben? Wir könnten die Straßen einfach von der Autobahn runter machen und direkt wieder auf die Autobahn drauf. Ja, das ist was? Ja, natürlich ist er dumm. Alter, muss jetzt vor meinem Fenster irgendein Kampfheli rumfliegen. Ich drehe gerade. Und ich bemerke gerade, die Straßen sind so groß, dass hier automatisch Ampeln aufgestellt werden. Ja, also so eine Ampel mitten auf der Autobahn und vor allem fucking Zebrastreifen fühle ich schon unnormal. Die Straßen kosten auch stabiles Dreifache wie die normalen und da können genauso viele Menschen leben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt denn die Leute überhaupt in die Arbeit? Ich habe doch keine Lust, morgens aufzustehen. Also der Industriering ist der eins weiter außen, aber da Autobahnen ja bekanntermaßen alles Einbahnstraßen sind, müssen die halt erst hier runter aus der Stadt rausfahren, auf der anderen Seite wieder rein und können dann hier in die Arbeit. Die ganze Aktion ist schon wieder finanziell kompletter Griff ins Klo. Wir müssen die Steuern erhöhen. Da müssen wir halt wieder taktisch auf der Autobahn wenden. Das Geile ist ja immer an Einbahnstraßen, das hier ist das Krankenhaus. Wenn die jetzt einen Krankenwagen losschicken wollen, für den Kollegen hier müssen die einmal bis hier runter auf die richtige Autobahn fahren, dürfen hier hinten umdrehen, auf der anderen Seite nochmal umdrehen und fahren dann hier rein. Die Inkompetenz. Teflon beschichtete Unterwäsche verkauft sich wie warme Semmeln. Was ist das denn? Jetzt haben wir halt das Problem, dass ungefähr jeder wenden will. Ich glaube, wir brauchen eine Umleitungsautobahn für die Autobahn. What? Also das sieht kompliziert aus, aber das funktioniert halt legit ganz gut. Sehr intuitiv, wenn du auf die Autobahn willst, dann fährst du nicht auf die Autobahn, sondern fährst dran vorbei und dann landest du auf der Autobahn. Wir haben ja auch herausgefunden, dass die Müllproduktion abhängig ist vom Bildungsstand und wie soll hier irgendjemand in die Schule kommen? Ihr seid alle dumm wie Scheiße. Hier sehen Sie den Schulweg von kleinen Timmy. Jetzt haben wir halt fett Stau auf der anderen Seite, aber da funktioniert das mit der Umleitung nicht, weil die sind ja schon auf der Autobahn. Ich kann die doch nicht dazu bringen, runterzufahren und neu auf die Autobahn zu fahren. Die erste Stadt ist auch immer erstmal wichtig, damit man ein bisschen Grundkapital aufbauen kann. Knackige 230 Euro im Monat. Davon kannst du vielleicht dreimal auf Sunnyfair-Klo gehen. Wir brauchen mehr Geld. Leute, helft mir mal. Kannst du mal bitte eine Stadt bauen, die umgeben von Staudämmen ist, wo die Scheiße, mit der die Staudämme betrieben werden, dann über Kanäle quer durch die Stadt geleitet werden? Was soll denn eigentlich die Scheiße schon wieder? Um hier einen Staudamm zu bauen, bräuchte ich aber halt schon vorher Wasser. Das könnte jetzt eine kleine Sauerei geben. Ja, ganz kurz muss halt die Autobahn gesperrt werden. Und vielleicht bin ich auch gerade zu dumm, um zu checken, wie Staudämme funktionieren. Aber ich glaube, so sollte das nicht aussehen. Moment, stopp! Keine Sorge, Leute, das ist gleich wieder weg. Sieht aus wie Scheiße, riecht wie Scheiße und schmeckt wie Scheiße. Hauptsache, das Teil ist noch im Normalbetrieb. Jetzt verrecken hier alle, weil keiner mehr vorwärts kommt, weil die Autobahn die ganze Zeit geflutet wird. So, das Ganze hat sich etwas beruhigt und wir haben hier auch halbwegs funktionierende Auffangbecken. Manchmal schlägt die Scheiße halt ein bisschen hohe Wellen, aber damit kommen wir klar. Ich glaube nicht. Ich habe schon den tiefsten Kanal genommen, den es gibt, also mehr kann ich nicht machen. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist die Stadt. Sieht aus wie ein Gesicht, ein sehr hässliches Gesicht, aber es sieht aus wie ein Gesicht. Du bist hässlich. Die Straßen schließen hier ganz genau am Kanal an, dass daneben noch eine einzige Reihe an Häusern Platz hat. Das ist der Lifestyle, direkt durch die Gartentür in die Scheiße fallen. So, wie breit muss ich die Straßen machen, dass die alle nur so Mini-Häuser direkt am Durchfall bauen können? Ja, das sieht doch perfekt aus. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Venedig auf Wisch bestellt. So, da dürfen jetzt ein paar Leute einziehen. Wir nehmen jetzt Hochhäuser, um den minimalen Bauplatz zu kompensieren und außerdem brauche ich jetzt echt mal Geld. Also jedes Haus hier hat so viel eigene Persönlichkeit, als würde ich in eine BWL-Vorlesung reinschauen. Genau. Dann spiegeln wir mal das Ganze noch auf die andere Seite. Hat auch was von Hamburg, Speicherstadt. Inklusive dem gleichen Fischgeruch. Gibt halt schon wieder ein kleines Problem. As it turns out, in diesen kleinen Häusern wohnen halt gerade mal drei Leute drin. Also da muss ich nicht mal meinen Zollstock rausholen, dass hier der Gehweg nicht mehr ordnungsgemäß breit ist, sieht ja wohl jeder. Ich rufe gleich bei den Öffentlich-Rechtlichen an, die schmeißen euch die Prügel aus, wenn ihr da nochmal eine Bank hinstellt. Wir hatten jetzt auch die ganze Zeit keine Flut, weil sich der Koloss erst wieder füllen musste. Und da geht's los. Also wenn unser System jetzt nicht funktioniert, dann haben wir ein echt großes Problem. Das Ding produziert halt eigentlich auch echt viel Strom, aber es schwankt halt immer zwischen 0 und 5000 Megawatt. Das bringt halt gar nichts. Ich muss ja trotzdem andere Sachen bauen. Könnt ihr mal ein bisschen gleichmäßiger scheißen? Ich habe gesagt gleichmäßig, nicht übertrieben viel. Was sollen die Scheiße jetzt? Einen Moment, das müssen wir mal ganz kurz pausieren. So, nur zur Sicherheit, der dürfte das jetzt abbremsen. Wie soll denn das funktionieren, wenn der zweite erstmal anspringt? Na, spüren Sie es schon, Mr. Krabs?
Ich hatte die Müllverbrennung vergessen. Sie hat nicht nur Scheiße vor der Haustür, sondern auch im Haus. Oh nee. Ich habe nicht bedacht, dass ich vielleicht das Gelände vorher begradigen sollte, bevor ich die Stadt baue. Ich bin wirklich dumm. Ich würde gerne eine Hochwassermauer bauen, aber dafür muss erstmal das Wasser weg. Zum Glück geht die ganze Stadt immer gleichzeitig aufs Klo, deswegen kommt immer eine Welle und dann ist wieder kurz Pause. Hä? Oh nee, es geht schon wieder los. Das geht hier gerade in Richtungen, die fallen mir halt überhaupt nicht. Das bedauere ich zutiefst. Immerhin haben wir jetzt halbwegs konstant Strom erzeugt. Unsere Universität ist ganz leicht erhöht. Die funktioniert immer noch. Da gönnen sich gerade 90 Studenten Unterricht. Also wie es aussieht, hat unsere Stadt noch ein, zwei Schwächen, aber das besprechen wir in der nächsten Koalitionsverhandlung und machen dann einfach die anderen schuldig. YOLO. Übrigens, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ich bin zurzeit übelst aktiv auf meinem Zweitkanal. Da gibt es im Moment fast täglich Videos von mir. Also wenn ihr Bock habt, dürft ihr da gerne mal vorbeischauen. Und wenn es euch gefällt, würde ich mich riesig über ein Abo freuen, weil hier seid ihr natürlich schon alle abonniert. Stimmt's? Nee, war nur Spaß, kein Stress. Macht, was ihr wollt. Ich versuche das jetzt hier zu retten und jetzt ist die Autobahn komplett kaputt und ich kann sie nicht neu bauen. Mann, ich hab doch so schon kein Geld mehr. Bau mal eine Stadt, wo jeder Buchstabe des deutschen Alphabets vorkommt. Klingt nach infrastrukturell kompletter Scheiße. Ja. Aber man könnte sich halt echt gut orientieren. So, wenn du weißt, wohnst im P, so das findet man halt leicht. Wir gehen mal ein bisschen weg von was auch immer wir jetzt hier angestellt haben. Und schon beim B fängt es an, dass die maximal hässlich werden. Scheiße! Ich struggle gerade ein bisschen beim M, weil der automatisch immer solche Kurven reinmacht. Und wenn ich den einfach die nacheinander baue, dann sieht das M halt so aus. Ja, besser als nix. Ich kann übrigens das Alphabet rückwärts. Es interessiert mich in feuchten Kehrig. Dann kriegt doch jeder Buchstabe einen sneaky Feldweg auf die Autobahn. Oh, warum haben wir denn eigentlich so eine Scheiße wie Ä, Ö und Ü im Alphabet? Wer hat sich denn gedacht, ja, die deutsche Sprache klingt schon ganz gut, aber wir brauchen noch ein bisschen Jetzt haben wir dann wieder das Problem, dass die Grundschüler sich denken, ich bin 7 Jahre alt, ich kann nicht alleine über die Autobahn gehen und dann kommen die nicht zur Grundschule. Ein paar Buchstaben müssen noch attraktiver gemacht werden mit ein paar Parkplätzen. Ja, und schon geht's ab. So, was habt denn ihr jetzt hier gegen das D? Ich habe das auch genauso markiert wie den Rest. Also, ich habe da nichts verändert. Wieso mag keiner das D? Die haben jetzt einfach von selber die Buchstaben AfD freigelassen. Sogar in City Skylines hat keiner Bock auf die. Genauso wie bei IJL, aber niemand hat halt auch Bock auf internationale Jodellegenden. Jodeln ist genauso ein Mysterium wie wir hatten sich gedacht, dass Jodel geil ist. Ich kann es mir logischerweise auch nicht leisten, hier jedem einzelnen Buchstaben alle Dienstleistungen zu geben. Heißt, den Menschen geht's komplett beschissen. Wie würden das klingen, wenn wir Pünktchen auf andere Buchstaben setzen? Hier haben wir das H und hier das B. Wobei eigentlich macht es nur Sinn, dass wir es den anderen Vokalen noch geben. Also hier jetzt ein Ö und ein I. Keiner hat Bock auf UV-Strahlung, kann ich verstehen, ne? Kann gefährlich sein. Ich gebe euch einen mehrgeschossigen dekorativen Parkplatz, da könnt ihr euch unterstellen. Nice. Und da geht's schon wieder instant los. Ey, wie in City Skylines 2 gibt es nicht mindestens 20 verschiedene Parkplätze. Und nur so nebenbei, die ersten Videos zu City Skylines 2 werden auch erstmal auf meinem Zweitkanal kommen. Höhö, noch mehr Werbung. Jetzt reicht's mir langsam! Ich weiß nicht genau wie, aber irgendwie hat die Stadt tatsächlich dazu beigetragen, dass sie unsere Schulden ein bisschen verbessert haben. Weiß ich aber nicht, ob wir die andere Stadt ausgleichen können. Ach du Scheiße, wie sieht denn hier mittlerweile aus? Ich hab mir hingekackt und hingeschissen. Ich habe hier noch viel mehr Gräben gezogen, einfach nur um möglichst viel aufzusaugen, aber da ist halt alles verloren. Ihr müsst mich daran erinnern, nächstes Mal das Gelände zu begradigen, bevor wir sowas machen. Bist du der Water von Marktforscher? Du hast es tatsächlich geschafft, von allen Kommentaren, die ich bekomme, dass ich aussehe wie Mark Forster, was ich immer noch nicht nachvollziehen kann, war das der dümmste. Von fucking Marktforscher. Leute, lest ihr eure Kommentare nicht, bevor ihr die abschickt? Kannst du mal Deutschland nachbauen? Ich meine, habe ich hier mit der scheiße Flut ja schon irgendwie gemacht. Aber wir wollen es natürlich auch nochmal richtig machen. Das Ganze ist jetzt etwas näher an den Dünnschiss gekommen, als ich dachte, aber das sollte ja den Geruch von Niedersachsen einfach nur aufbessern. Der schmeckt nämlich wie Stinkefüße. Junge, wie weit geht denn bitte Bayern in den Westen? Wir seien ja richtig am Expandieren. So, manche wurden etwas realistischer, manche komplett falsch. Und Sachsen hat es am schlimmsten erwischt. Was ist das denn? Aber Hauptsache Bayern schaut gut aus. Das ist das, was Bayern ausmacht. Wer hat denn da eigentlich in NRW reingeschissen? Oder soll das Düsseldorf sein? So, Bremen kriegt die Grundschule, damit die in ihrem Leben mal irgendwas an Bildung gesehen haben. Und Bayern ist natürlich schön naturbelassen, kriegt jetzt nur ein paar schöne Berge rein. Jodelei. Können wir die Kacke umlenken als Nord- und Ostsee? Zumindest die Nordsee könnte man damit schon repräsentieren. Und wie es sich gehört, wird das Saarland von neuen Bewohnern gemieden. Es gibt ja ein großes Problem an Bayern, nämlich sind zurzeit wieder irgendwelche Wahlen und ich muss an jeder Ecke die Fresse vom Söder sehen. Berliner Mieten kann sich auch keiner leisten. Die Deutschen expandieren auch schon nach außen, die wollen nach Malle. Die Sachsen kommen mir
mir auch hier ein bisschen zu nah. Schau, dass du schleichst. Und sauber ist die Riosi, die Klossi, die Kloschüssel. Halt, der Speedstar Sternberger. Was verkaufst du hier für eine Scheiße? Ey, bei diesem Anblick bekomme ich absolut Lust, ein neues, freshes Startup zu gründen. Wir verkaufen Chips aus Pferdemist. Die sind besonders biologisch abbaubar. Kosten Zwambo die Tüte. Jetzt nur mal zum Testen. Würden mehr Leute das Brandenburger Tor besuchen oder einen Parkplatz? Das Brandenburger Tor wurde gebaut vom Ami-Polizeifunk. Die hören auch alles ab. Leute, jetzt macht mir hier nicht so einen Stress wegen der Müllabholung. Ihr killt voll mein Vibe. Ich mach gerade Fotosynthese. Ich habe doch 5 Müllverbrennungsanlagen in NRW. Wie kriegt ihr das eigentlich schon wieder nicht hin? Hat die Deutsche Bahn nach Berlin wieder Verspätung? Ich könnte ja auch noch so einzelne Fetzen an Bahnstrecken reinschmeißen. Das würde die Deutsche Bahn repräsentieren. Aufgrund eines vorausfahrenden Zuges kommen wir leider erst nächste Woche an. Aber keine Sorge, im Bordbistro gibt's ein Würstel für 15 Euro. Passiert eigentlich irgendwas in Mecklenburg-Vorpommern? Also außer, dass sie mega den geilen Namen haben, so ich will auch in fucking Vorpommern wohnen. Es gibt auch Hinterpommern. Jetzt pass auf, bevor ich vorbeikomme und dir deinen Hintern pommern. Unsere Stadt ist jetzt auch endlich mal im Plus, liegt bestimmt nur am leistungsstarken Bayern. Die haben sich an der Nordküste schon wieder eingepommert. Ha, ich hab dich erwischt. Dir hat das Video gefallen, sonst wärst du jetzt nicht mehr hier. Wenn du willst, kannst du mich also gerne abonnieren. Es würde mich riesig unterstützen und dann bekommst du solche Videos wie diese hier jede Woche.